So machst du einfach und schnell einen leckeren Kirschkuchen. Heize deinen Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor und gib 125 Gramm Zucker in eine Schüssel sowie 3 Eier. Dann schnappst du dir dein Handrührgerät und schlägst das Ganze schaumig auf. Anschließend kommen 125 Gramm weiche Butter dazu und werden ebenfalls mit untergerührt. Als nächstes gibst du 200 Gramm Mehl in eine weitere Schüssel sowie ein Päckchen Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker und dann wird alles miteinander vermengt. Gib das Mehl nach und nach zur Buttermasse dazu. Außerdem kommen noch 30 ml Milch dazu und werden ebenfalls untergerührt. Nimm dir eine 26er Springform mit Backpapier im Boden und fette den Rand noch ein, dann einfach den Teig hineingeben und glatt ziehen. Außerdem gießt du ein Glas Sauerkirschen mit einem Abtropfgewicht von 350 Gramm ab, verteilst die Kirschen auf dem Kuchen und drückst sie leicht an. Dann kommt der Kuchen für 30 bis 35 Minuten in den Ofen, darf anschließend kurz abkühlen, jetzt noch etwas Puderzucker darüber und dann lass es dir mal so richtig schön schmecken.